Sehr schön, ich glaube, mit der Lava, das haben wir jetzt geschafft. Boah, ist mir unerträglich warm, ey. Da. Ja, auch. Ja, ist so warm. So warm. So warm waren wir noch nie. Ja gut, das stimmt nicht ganz so. Ich wollte mir eigentlich nur eine beschissene Treppe machen. So. Warum will man sich denn beschissene Treppen machen? Macht ihr doch lieber eine saubere. Ja, aber jeder macht sich saubere Treppen, weißt du? Da sind beschissene schon was cooleres. Wolltest du nicht so dem Mainstream folgen? Nee, ich will nicht so werden wie du. Dem Mainstream waren verfallen sozusagen. Stier. Alchemie. Rest. Stier. Stirb, Alchemie, Rest, stirb. Ein Schafhorn haben wir erhalten. Okay, ich lasse das hier erstmal. Es regnet sogar gerade. Da ist ein Baum gewachsen, das gefällt mir sehr. Den nehmen wir gleich mal auseinander. Und da ist auch noch ein Baum gewachsen. Super, super. Super Baum. Super. Ranger. So, jetzt habe ich hier 5 Trilliarden Stecke Sand. Dann mache ich mir jetzt erstmal den Rest Grundgestein fertig. So. Den ich hier so gleich anpflanze. Ein Grundgestein kaputt. Grundgestein anpflanzen ist auch geil. Grundgestein anpflanzen. Ja. Machst du auch immer, oder? Auf jeden Fall. Okay, ich habe... noch ein wenig Sandstein. Den platziere ich jetzt einfach mal hier so außen rum. Huch. Und da setzen wir dann die Mauer drauf. Super. Ah, ich habe ja noch Sand, aber das kann ich, obwohl den Sand kann ich auch jetzt verballern, weil ich kann ja später immer noch für Glas irgendwas holen, dann kann ich den jetzt auch noch schnell hier zu Ende verballern. So. Hier noch ein Setzling. Dann pflanze ich hier drüben jetzt gleich mal Bäume an. Ich glaube, wir haben ein Problem. Weil? Und zwar, du hast doch... hast du den Kommandant Palpa schon mal getötet? Kommandant Palpa, der ist doch ganz am Anfang, der ist doch noch in Panionhof. Nee, also ich habe hier jetzt die Quest. Warte, Himmelblaue Medizin Nummer 17. Überdosis heißt das. Ich glaube, das hast du nämlich schon gemacht. Ich glaube auch, dass ich den schon gemacht habe. Und das war, glaube ich, ganz schön blöd. Ja, der war, zweit. Der war stark. Ich habe den aber alleine Blatt gekriegt. So, am besten, wir holen uns jetzt... oh. Ich habe nichts mehr zu essen. Huch. Ach.
Ich spiele aber auf normal, gell, ja. Solange ich nicht etwas total Unüberlegtes mache, sterbe ich hier auch nicht. Zack, war er tot. Ja, so ungefähr habe ich mir das auch gerade vorgestellt. La 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 la. So, da habe ich mir kurz mal ein wenig Stein geholt und dann machen wir jetzt nämlich die neue Farm mit dem Koppel. Platzieren wir jetzt hier hin. Dann mache ich mir ganz kurz mal hier 12 davon. Okay. Hier fließt das Wasser rein. Hier stehen wir. Hier ist das. Hier ist die Lava. Ja. Dann gehen wir jetzt runter. Mit den beiden Eimerchen. Wir dürfen jetzt echt nicht fallen. Sobald wir fallen, sind wir tot. So. Dann muss ich gleich wirklich Fisch mal ernten. Eine gewisse Weile. Auch nicht dumm in den Kaktus reinrennen, das ist auch nicht so die beste Idee. Ich hab gehört, das soll ganz gut sein, so akupunkturmäßig so. Ja, mit einem halben Leben dumm in den Kaktus reinrennen, hab auch gehört, das soll so ein bisschen intelligent sein. So. Ja, dann angeln wir jetzt, ja, sonst bleibt ja gar nichts anderes mehr übrig. Außer sterben und verrecken. Schöne Aussichten. Ne? Finde ich auch. So, haben wir schon einen Fisch, das heißt, wir brauchen eigentlich nur zwei Fische fangen. Allerdings bei der Geschwindigkeit des und der Fangrate dieser Fische hier wird das, glaube ich, einige Jahrhunderte dauern. Aber mehr Zeit und Geld und was weiß ich. Und Freunde. Ach nee. Warte mal, da lief was falsch. Jetzt müsste eigentlich nur von hinten so ein Zombie ankommen und mich killen. Ich würde lachen. Wahrscheinlich. Nein! Ach komm. Ich pack mal lieber gerade alles weg, was wichtig ist. Ja, der Fisch hat jetzt gerade angebissen, während ich in die Kiste reingeschaut habe. Das war jetzt nicht so cool. Alles ausgeleuchtet hier? So, jetzt. Na komm schon, Fisch. Nein! Echt Schiss gerade. Unverständlich, gell, mit einem halben Leben auf einer einsamen Insel. Ohne Nahrung. Ach, das halte ich schon durch. Da muss man eigentlich voll motiviert sein und... Zombies spawnen lassen. Ja. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich soll mutierte Dracheneier kaputt machen. Die sollen bei dem rot leuchtenden Stein sein. Ich hab einen Haken gefunden. Was will ich denn mit einem Haken, Alter? Ich bin an einem rotleuchtenden Stein, aber ich keine Eier. Ich komme ein bisschen verarscht vor. Oh no. Ja, ich auch. Ach, da. Ach. Ach so.
Alle, ach so. Du musst bestimmt die Drachen, die Eier legen, machen, oder? Nee, hier sind so Steine, die muss ich, glaube ich... Oder es sieht aus wie Steine, die muss ich kaputt... Ah! Gut. Rätselslösung gefunden. Da musst du erstmal drauf kommen, wisst ihr. Sind das die Stinger, wo ich ewig drauf eingekloppt habe, um den Felsen herum? Ja, ja, genau. Ohne zu raffen, was es soll, ich hätte, glaube ich, eine halbe Stunde drauf eingekloppt, ja. Was soll ich eigentlich mit den Kugelfischen? Kann man die braten? Ne, die kann man nicht mal braten, ey. Die sind nur für Tränke da und die sind nicht gut für mich. Ich habe Lachs gefunden. Lachs. Toll, jetzt ist hier ein zweiter hergekommen. Jetzt sind die ganzen Schacks-Ausbilder wieder hier. Mann. Mist, da habe ich zu spät reagiert. Also mit dem Angeln konnte ich auch mal besser. Ich schlafe ein. Und da habe ich wieder einen Fisch. Es fehlt mir nur noch einer und dann habe ich endlich geschafft. Jo, komm schon, schneller. Gib mir Fisch. Was habe ich jetzt gefunden? Verrottetes Fleisch. Klasse. Klasse. Besser als gar kein Fleisch. Ja, theoretisch können die es essen, gell? Und da habe ich den letzten Lachs, na also. So, Fisch. Verrottetes Fleisch. Lachs. Und den gebratenen Fisch hebe ich mir dann auf. Jetzt kann ich endlich die ganzen Bäume fällen, die hier stehen. Sind ja auch schon einige jetzt wieder. Hier haben wir einen Birkenbaum, hier haben wir den Baum. Da drüben ist noch ein Baum gespawnt, alles sehr schön hier. Das sind wirklich äußerst schöne Bäume. Schöner Baum. Dieser Baum ist wunderschön. So, guck mal, dass wir hier so ein Birkensetzling rauskriegen, weil sonst haben wir nachher keine Birke mehr. Das wäre schade. Und da habe ich schon einen. Guck mal, noch einen zweiten, da ist sogar noch ein zweiter, siehst du? So funktioniert das. Und da ist schon wieder ein Baum gewachsen, ja, das gefällt mir doch. Weil da läuft das so wie am Schnürchen. Gerade ja, gerade ja. Nur der Kaktus hat irgendwie so seine Probleme zu wachsen. Der kackt sich regelrecht ein. Vielleicht ist es zu trocken. Ha, 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 ha. Oh mein Gott. Der war auf allerhöchstem Niveau, was Intelligenz betrifft. Oh nein! Doch, ist wirklich so. Oh, oh, es hat's gespeichert. Oh, so. Sehr schön. Dann machen wir uns jetzt hier mal wirklich so den Zaun langsam fertig, den wir hier machen wollten. Das Risiko ist nämlich hier doch ein bisschen zu groß. Es tut mir leid, liebe Freunde, das muss jetzt mal kurz sein. Ich wäre sonst gestorben. Gestorben! Wo ist Torben? China. Jetzt. Oh.
Holzkohle haben wir hier schon einiges bekommen jetzt, das ist sehr gut. Die brauchen wir später noch. Ich bin jetzt mal so frei und machen wir hier noch einen hin. Und mach frei damit. Oh, yeah. Ich glaube, gegen den habe ich kaum eine Chance hier. Nein! Was habe ich gemacht? Oh, ich bin so selten blöde, ey. Jetzt habe ich hier erstmal 14 Klappen gemacht. Oh, nein. Oh, shit. Ich sterbe gleich. Nein. Wir sind hier so wieder andere Gegner. Ich komme hier nicht klar. Hilfe. Hilfe. Wie hast denn du Suspekt 18 alleine gekillt? Das war übelst easy eigentlich. Das ist so ein riesen fetter Drache. Ich weiß. Und das heißt das Ding Subjekt, ne? Nicht Suspekt. Auch wenn dir das vielleicht Suspekt vorkommt. Subjekt, Suspekt, das ist mir noch. Rille? Shit, egal wie das heißt, es killt mich auf jeden Fall gleich. Na gut, an sich hat mich nicht das View-Ding gekillt, sondern die ganzen Drachenausbilder, was weiß ich, drumherum. Die muss ja natürlich vorher killen, ne, wenn die sich killen. Das ist ja so ein bisschen logisch. Nein. Nein, das ist sinnlos. Ich stürze, statt einfach die Schwachen rauszufokussen und mich dann alleine um den Großen zu kümmern, renne ich einfach direkt rein und kill alles.